So Leute, willkommen zurück zu Let's Play EU4. Ich habe keine Ahnung, was wir letztes Mal gemacht haben, ich habe keine Ahnung, was wir letztes Mal vorhatten und was wir dieses Mal theoretisch vorhatten, ich weiß es nicht. Ist hier bei euch habe Kleber als Vasallen. Ah, nice. Jetzt mal ganz ehrlich, warum weiß ich nicht, was ich letztes Mal gemacht habe? Das ist so lange her ist. Keine Ahnung. Naja, mal sehen, wir haben noch knapp 100 Jahre zu spielen. Es sind noch so einige Provinzen, die ich erobern muss. Und wenn ich mir meinen Ruf mal so angucke, oder meine aggressive Ausdehnung, die ist schon relativ hoch. Da muss ich was tun auf jeden Fall, aber aufgrund meiner Größe und aufgrund der kleinen Gebiete da, denke ich mal ganz spontan, würde sich das Problem sein. Ja, Salzburg ist Kurfürst geworden anscheinend. Und trotz der ganzen negativen Einflüsse der Österreicher werden die wiedergewählt. Das ist so typisch. Die sind es, glaube ich, sind die zweimal nicht gejoint oder einmal? Ich glaube einmal, nee, zweimal, oder? Ich weiß es spontan nicht mehr, aber zweimal sind die jetzt nicht gejoint. In dem Verteidigungsreichskrieg. Und trotzdem werden die Penner am Ende wiedergewählt. Das ist so typisch in diesem Spiel. Für mich schafft es Österreich immer wiedergewählt zu werden. Auch wenn er nur Scheiße baut. Keine Ahnung, ich annektiere hier nach und nach einzelne Staaten, hab ganz Süddeutschland, du wirst trotzdem wiedergewählt. Du bist keine Gefahr für uns. Ja, bloß nicht. Ich habe nämlich erwähnt, ich wollte mich allmählich nach Süden ausdehnen. Ich glaube, einen Krieg mit der Pfalz, weil die mit Bayern verbündet sind und die sind mit Würzburg verbündet und ja, genau. Und das hatte ich sogar vorgehabt. Mir Würzburg schnappen, Osnabrück die Rebellen töten. Wow, gab man 1000 Mann verloren. Und dann soll ich dafür einfach Geldmangel noch in Kauf nehmen oder was? Württemberg. Wenn ich hier den kriege. Ach so, okay. Ach so, mein Missionar ist noch da. Deswegen gab es da so Unruhe. Ja, die einzelnen Ländereien müssen ja auch verwaltet werden vernünftig. Ist halt so. Und sei es auch ein Religionsumschwung. Der Mainzer schickt einen Agenten zu mir, ist der dämlich? Ich meine nur, dass ich ein bisschen aggressiv davon werde, eventuell. Aber nur ein bisschen. Naja, okay. Wie schaut denn die Welt allgemein nochmal aus? Da ist Marokko, da ist Zerzau. Die sich noch etabliert haben, wundert mich. Ist der nicht gerade westlich geworden? Kann ja gut sein. Nö. Bist du westlich geworden? Ja, du bist, glaube ich, westlich geworden. Administrative Monarchie. Jupp, Kongo ist westlich geworden. Danke, Frankreich. Der Jemen macht weitere Ausbreitung. Das ist interessant. Oh, hier tut sich auch mal was. Cannabis holt sich was. Okay. Bei Ming tut sich nicht so viel. Da tut sich auch nicht so viel. Da ist recht nix. Wobei die Bretagne sogar mehr von Australien hat als die Briten. Ach, die haben sich sogar Neuseeland noch gekrallt. Interessant. Portugiesisch-Mexiko? What the fuck? Also, ich bis jetzt ja hier auch nur Brasilien gegründet hat. Haben die schon wieder verkackt? Die haben schon wieder verkackt, die englischen Kolonien. Die können die schon nicht... Wie können die zweimal verkackt, die Kolumbien hier? Das geht doch nicht. Dass Brasilien bisher unabhängig erklärt hat, ist echt interessant. Okay. Wann kann ich denn der Pfalz theoretisch den Krieg erklären? Öffnen wir erstmal wieder den ganzen Wurst hier. So. Böhme ist ein Verbündeter, das ist interessant. 22 könnte ich theoretisch angreifen, aber da der Franzose am letzten Mal nicht dabei war, würde er mitmachen. Franzose alleine würde auch reichen. Ich meine, ich kämpfe jetzt nur eh nur gegen Österreich, also. Die ja eh nichts mehr sind. Und ich hätte gerne Böhmen dabei. Ich könnte es mir einfach machen, einfach Würzburg direkt angreifen. Dann würde Böhmen nicht mitmachen. Aber dann habe ich das Problem mit den zu hohen Kosten und so weiter. Und dann kostet hier zu viel Unruhe, ne? Oder warte ich bis 22, kann dann Böhmen mitnehmen, dann kann ich auch einen Direktkrieg riskieren. Könnten wir auch machen.
könnte man auch machen. Aber fragen wir mal erstmal so rum. Was will ich eigentlich im nächsten Krieg erreichen? Ich darf meine Schulter nicht so sehr belasten. Die tut uns so sehr weh. Wenn ich Würzburg angreife. Die sind mit Bayern verbündet. Ich könnte Bayern noch direkt angreifen. Ne, davon kommst du ja... Naja, klar, Angriffsgriffe brauche ich anschließen wegen dem Datum. Das könnte ich ja machen. Dann könnte ich nämlich von der Pfalz die beiden Gebiete noch mit einkassieren. Dann könnte ich quasi einen Gebietsgewinn von 4 machen. Vielleicht sogar 5. Also das Maximum, was ich hier überhaupt machen könnte. Ja, und da muss ich irgendwie nach Bayern vorrücken. Das wird irgendwie knapp, wird das werden. Weil ich sogar zu langsam bin. Und vor allem mit dem Wurst, hier muss ich auch mal gucken, was ich damit mache. Entweder muss ich wirklich mehrere Kriege gleichzeitig machen, oder ich habe keine Ahnung. Einfach mal so einen riesen Mega-Gebietsgewinn, keine Ahnung. Irgendwas muss ich auf jeden Fall machen. Er bleibt ja die Frage, Waffen bis 22, wenn ich Bayern direkt angreife, kommt der Böhmer mir als Gegner, das will ich ja nicht. Es sei denn, ich krieg den Böhmer vorher als Bündnispartner, das würde ja klappen. Ich sehe gerade, ich sollte mal versuchen, meine Kumpels hier ein bisschen zu bonern, dann ist die Beziehung wieder ein bisschen runtergegangen. Mir fehlen halt nur 3 Provinzen, aber die 3 Provinzen, die 4 Provinzen fehlen mir. Pfalz, Nürnberg, München und Augsburg. Ja, 4 Provinzen fehlen mir. Och, das ist doch nervig, ey. Ja, muss mal gucken, ob wir es hinbekommen. Das wird auf jeden Fall relativ eng werden. Ich weiß, dass schon scheiße viele sind, bis ich da unten bin. Ich muss wirklich einmal einen, ja, interessanten Frieden machen und dann wirklich mehreres gleichzeitig in Kauf nehmen. Oh, Georgien geht ja ein bisschen ab, wie ich sehe. Die neue Macht im Kaukasus. Georgien, lol. Also irgendwie irgendetwas, was interessant ist. Nur, ja, ne? Jo, ja. Was geht ab? Was soll jetzt noch die übrig, ne? Kann man sich jetzt neue Challenge einbauen. Erstmal mit jedem die gesamte Welt erobern. Ey, guck mich an, wenn es schon heißt, mit Ryuku die Welt erobern, ja, dann kann man auch sagen, mit Bremen, mit Bremen sage ich schon, dann kann man ja auch sagen, mit jedem die Welt erobern. Ich komme noch nicht auf klar, dass man mit Ryuku die Welt erobert, ey, what the fuck. Vor allem, dass es ein paar auch geschafft haben, wundert mich ja noch mehr. Wie aggro muss man sein, mit Ryuko die Welt zu erobern? Ich meine Ryuko, ja? So für die, die es nicht wissen, was es ist. Das ist dieser Haufen hier. Moment. Hier, der Haufen ist Ryuko. Und damit sollte die Welt erobern. Wo ich ehrlich frage, wie geht denn das? Damals noch mal Iron Man wohlgemerkt, ne? Also der Iron Man, der wirklich Iron Man war. Also der richtig hart war und so weiter. Nicht dieser Wurst, den ich hier spiele. Der ist total einfach. Vielleicht ändert den ja auch noch ein bisschen im nächsten Patch. Ich weiß nicht, kann ich nicht mehr warten, ich möchte zuschlagen. Die Frage ist aber, wo schlagen wir zu? Wie gesagt, wenn ich die Pfalz direkt angreife, wird der Böhmer mein Gegner. Wenn ich die Würzburg ja so angreife... Was ist mit dir? Okay. Wie ist der was? Naja, da war wieder was. Komm du mal wieder her. Oh, schnell sind wir da. Würzburg-Krieg erklären. Wir holen den Franzosen ran. Der Österreicher macht mit, das interessiert mich aber nicht. Die machen nicht mit, interessiert mich aber nicht. Wir wollen Würzburg haben. Holen Frankreich mit und bekämpfen den ganzen Rest. Warum machst du so einen komischen Autosave-Spiel? Ist ja nicht so, dass ich irgendwie in Gefahr laufe, den Krieg zu verlieren. Macht er für gewöhnlich immer, wenn ein Krieg entsteht, den man verlieren könnte. Ja, beziehungsweise ein Krieg entsteht, wo man, ja... Etwa... Ja... Das kam ein bisschen komisch rüber, mit dass man, wo man verlieren könnte. Eigentlich ist eigentlich so ein Krieg, da könnte es passieren, dass man auch unterlegen ist oder sowas in Art. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber mit völliger Blödsinn, ich bin eh überlegen.
Dann stehen wir erstmal in Würzburg ein, würde ich sagen. Ein paar Armeen haben wir schon vernichtet, dass sie sich nicht stacken können. Immer ganz, ganz wichtig ist, dass man die Armeen vernichtet, bevor sie sich stacken können. Ach, da darfst du nicht hingehen. Ah, egal, der ist ja da. Weil wieder irgendeine Festung angeblich im Weg ist. Ich fand die Festung blockiert. Ich liebe diesen Ausdruck. Mal ganz kurz gucken, wie bin ich jetzt eigentlich alles im Krieg? In ganz Süddeutschland, ne? Außer die drei Staaten da, okay. Bedeutet, ich könnte Darm einmarschieren, um Württemberg schon mal auszuschalten. Wo ist der Franzose eigentlich? Oh! Haben sonst wohl zufällig erwischt. Moment, was willst du von mir? Imperialistische Kriege machst du mittlerweile. Ja, okay, mach mit. Ist mir egal, da habe ich nichts mehr zu tun. Ja, okay, ist mit mir nichts, ist doch zu lange. Oh, geht das wieder los mit diesen 2000 Mann überall? Oh. Ja, ich komme aber nicht mehr rechtzeitig an. Vor allem, weil da ein Haufen anderer Wurst ist. Minus 84%, ey, geh kacken. Der könnte aber nicht zu mir... What the fuck ist dein Problem, Österreich? Hörst du auf, irgendwie alle 2000 Mann da reinzuschicken, um mich zu nerven? Was ein Sackgesicht, ey. So, machen wir mal eine Runde Sandwich. Eine sehr beliebte Taktik, die man überall anwenden kann, die Sandwich-Taktik. Sei es in StarCraft, sei es hier in EU4, es funktioniert immer wieder gut, wie man hier sieht. Gefährliche Armee, ausradiert. Ich wusste gar nicht, dass Flandern mit mir im Krieg ist. Wahrscheinlich hat der Österreich irgendwie seine Finger mit dem Spiel. Immer so eine Frage an sich, macht der Franzose irgendwas Produktives? Bis jetzt habe ich das Gefühl, ich kämpfe komplett alleine. Ah, da oben bist du. Da ist eine österreichische Armee. Super Truppenbeitrag, Frankreich. Schickt 72.000 Mann ins verlassene Neapel. Kann ja sein, dass da irgendwie ein paar Truppen spawnen, oder wie? Mal ganz ehrlich, ey. Ein Truppenbeitrag im Kern. Was zum Teufel, warum verliere ich das? Ich dachte, du wärst Gwidi, hätte ich dich platt gemacht. Das ist auch zu lange, ich muss erstmal die blöden Typen hier erledigen. Ja, aus Minus, sonst etwas macht auf einmal plus 82, ist klar. So bist du drauf, ja? Mitten in der Schlachtschiff der General, auch gut. Ja, eins eroberst du kurz bevor ich einmarschieren will. Ich brauche total lange, um das zu erobern, ist klar. KI-Bonus, kennt ihr den? Den gibt's angeblich immer noch. Es gab ja sehr, sehr viele Spiele von Paradox, wo es diesen KI-Bonus ja gab, wo es aber ziemlich oft verneint hat. Ich sag nur Heu 2. Ja, die KI hat keinen Boni bekommen, dass sie unendlich viel Reichweite für ihre Schiffe hatten und so weiter. Nö, wie ist denn am Ende abgelaufen? Ach, genau so, ups. Ich wette, hier gibt's auch irgendwie irgendetwas, wo die KI irgendwelche Vorteile auszieht. Muss nichts bezahlen für ihre Gebäude, denke ich mal spontan. Yay, bei mir ist hier ein Hof. Was hast du denn nur gesagt? Ihr Nigger oder was? Wobei damals das Wort Nigger ja noch gar nicht mal schlimm war. Ja, es ist eigentlich auch nicht... Ja, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Das Wort Nigger finde ich ja nicht wirklich schlimm, weil... Hat man da irgendwie irgendwas... Egal. Ich reiß damit jetzt Themen auf, über die ich nicht reden will, weil die sind... Naja, ne? Wo soll ich darüber reden? Nee. Ist mir auch so doof. Okay. Kurzer Stand, wie es momentan steht. Ich muss irgendwie ein bisschen weiter vormarschieren. Wieso bist du jetzt eigentlich mit mir im Krieg? Na klar, so mehr kann ich erobern. Friedensangebot von Neapel. Wow, hat Frankreich es geschafft, mit 72.000 Mann zu erobern? Das ist ja der Wahnsinn. Ablehnen. Ich möchte gerne selber den Frieden diktieren. Der Franzose wird das Gebiet nebenbei nicht haben, ne? Es ist nur... Ne, halt. Ich muss auf die Provinz selber gehen. Besetzt durch Frankreich.
Nö, will er nicht haben. Okay. Dann machen wir Frieden. Einmal das, auch wenn es total unnötig ist. Hä? Und eine Religion akzeptieren, wenn ich sie bitten darf. So, Franzos, kannst du bitte deine verfickten Truppen endlich mal nach oben schicken, damit du wenigstens ein bisschen was Sinnvolles tust? Man merke jetzt die Richtung meiner Leute an. Diese Festung hat mich aber behindert. Ich frage mich immer noch wie. Die nerven so unglaublich hart. Überall schicken die 1000 Männer los und irgendwie was. Wie soll ich das alles. Was zum Teufel geht denn da jetzt ab? Wo kommt ihr her? Ich habe euch gar nicht mal gesehen. Hauptsache Klebe kriegt auf die Fresse oder wie? Allerdings habe ich Nürnberg relativ schnell erobert. Ich glaube, ich muss da oben aufräumen bei dem blöden Osnabrücker. Osnabrücker, stimmt das eigentlich? Danke Autosave, dass ich es mir angucken konnte. Münsteraner. Osnabrück habe ich ja schon erobert. Räumen wir da mal auf, es wird mir nicht so blöd. Blöden Bayern da ständig, ey. So, Moment. Bevor wir das machen, einmal so und einmal so. So, Schluss mit der Scheiße. Ja, kannst du ruhig noch mehr Truppen reinschicken, du hast eh verloren. Ja, auf einmal verlierst du aber mehr Leute, weil deine Armee eigentlich total scheiße ist. Ja, wie war es nochmal? Wer hat die Top-Armee und wer nicht? War wieder was, ne? So, ihr holt euch erstmal in aller Ruhe. Ich muss den da in die Fresse klopfen, weil er mir total auf den Piss geht. Was macht der Franzose eigentlich? Jetzt hat er seine Truppen, glaube ich, hier im Norden. Der kust hier irgendwie rum und, keine Ahnung, sucht den Sinn des Lebens oder so. Und ich habe mir gedacht, komm, hol dir einen sinnvollen Verbündeten raus. Jawohl. Der Franzose ist sinnvoller Verbündeter. Nein. Jetzt hängt er wieder Nassau rum. Alter, was ist das? Was ist das für eine Doktrin, Alter? Ist die Nervungsdoktrin oder wie? Ich schicke überall 1000 Mann hin, dich total abzufacken. Und dann 9000, die auf einmal da hängen. Die können doch niemand sich dahin zurückziehen, das Gebiet gehört doch mir. So, sind die auch kaputt. Dann wieder da hinrennen. Ich renne die ganze Zeit nur rum, ich komme gar nicht zum Besetzen, weil ich die ganze Zeit nur rumrennen muss. Das ist die geilste Überlegung aller Zeiten. Einfach überall Truppen zu spammen und dann zu hoffen, dass ich da mit meiner ganzen Armee hinterherjagen muss. Weil so ist es ja. Sonst verliere ich doch eh wieder alles. Ich habe gerade gelesen, Klevert Burg besetzt, wo ich dachte, was für eine Burg? Oh, jetzt ist der da wieder mit so ein paar tausend Mann. Mann, geht da einer auf den Sack damit. So, das sind Rebellen, die interessieren mich. Oh, Alter, wo kommst du eigentlich her? Deine Heimat wird gerade besetzt. Da könnten da noch ein paar. Und da kommen auch nochmal 1000 Mann. Ich fühle mich echt verarscht hier. Wo kommen die ganzen Leute her? Da sind übrigens auch nochmal 1000 Mann. Okay, zum Glück sind es zu wenig, um das Ding zu besetzen. Heiße Schokolade. Ganz ehrlich, obwohl es November ist. Ich hätte irgendwie schon Lust auf so ein Schokoeis. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie hätte ich jetzt Lust darauf. Vielleicht soll ich mir zur Abwechslung mal eins holen. Keine Ahnung. Mal so nach der Arbeit irgendwann. So, was hat Schweden jetzt gemacht? Novgorod tritt Novgorod an Schweden ab. Das war's? Ist ja echt wenig.
Habe ich, glaube ich, in Schweden schon mal ein bisschen kritisiert damit, dass er, was das angeht, irgendwie zu langsam ist. Weil mal ganz ehrlich, ist ja toll, dass du eine Provinz jetzt bekommen hast, aber du hättest ihn eh voll fertig gemacht, hättest natürlich viel, viel mehr holen können. Na endlich, jetzt kann ich wenigstens hier weitermachen. Ich weiß spontan nicht, ob ich es gerne... Wo kommt der Baiware jetzt eigentlich wieder her? Jetzt mal ohne Scherz. Wo kommt der jetzt wieder her? Ich habe keine Armeen von denen gesehen. Als ob er einfach aus dem Busch rauskam. Aus dem Busch, what the fuck? Warum sind meine Armeen eigentlich nicht mehr so ganz so gut? Also, ja, die sind schon gut, aber... war auch nicht mehr so, naja, zündhaft, damit ich ihn direkt vernichten kann. Weil dabei war irgendwie auch totale Militärdoktrin geforscht. Boah, ist das Krebs, das hier rumläuft. Ich frage mich immer, was der Franzose eigentlich tut. Rumstehen? Der hat nicht mehr Gebiete vom Österreicher besetzt. Wo ist seine große Armee? Hier sind 31.000. Ja. Ach ja, kennt ihr das, wenn ihr morgens früh aufsteht, euch denkt, oh, Familie schläft noch, kannst ihr ganz mal theoretisch ein paar Aufnahmen machen? Dann merkst du, dass irgendwann so gegen 8 Uhr deine Mutter auf einmal wach wird und frühstücken will. Wo ich mich selber frage, Moment mal, what the fuck? Der good job. Oh, ich krieg General geschenkt. Ist ja nice. Paffen wir den mal hier hin. Oh ja, General Bismarck drauf. Dümbark, okay. Gott, was geht ihm hier auf den Sack, Leute? Unser Franzosenreich übrigens, wir sagen, natürlich, ich schicke 60.000 mit immer nach Calais hin. Dem Punkt auf der Welt, wo es keine Kämpfe gibt. Also, da muss man einen Bogen für machen? Okay. Irgendwie leide ich gerade zu sehr. Es ist ja nicht lang, weil es irgendwie schwer ist, den Krieg zu gewinnen. Nein, die sind einfach nur übelst nervig mit ihrer Scheiße hier. Überall siehst du plötzlich 1000 Mann, die dir auf den Piss gehen. 20.000 Mann reichen angeblich nicht, um das zu erobern. Dann gehe ich halt dahin. Und du gehst da raus. Dann machst du noch den kleinen Kram kaputt. Gott, ist das nervig. Okay, das haben wir. Ich könnte dann sich schon anfangen, mit Frieden zu machen, ne? Ja, vielleicht kriege ich ja mal die französischen Armeen ein bisschen da raus, weil die belagern schon wieder Krimskrams, der mich nicht interessiert. Ich könnte aber schon mal Flandern ausschalten, damit die bitte keine Truppen spammen. Ja, Regnum kann ich eh nicht, aber ich kann das machen. Ich kann das machen, ich kann das machen. Das reicht schon, gib mir Geld. So. Da laufen wieder 1000 Mann rum. Ich glaube, so an mich habe ich es aber alle erledigt, ne? Okay, 8000 Bajuwaren, das ist nicht schlimm. Es seien die 80.000 kommen direkt im Anschluss, wo wir fragen würden, wo kommen die her? Nein, sind nur 7000. Nehmen wir es Österreicher, da frage ich ja nicht nach, wo die herkommen. Ja, ich muss so einen Bogen laufen, nur weil die Feste in der Pfalz... Du kannst mir nicht erzählen, dass es hier keine Brücken gibt oder sowas in der Art. Und er darf einfach rüber spazieren. Bei mir gehört er das vor, das behindert mich ja nicht. Aha. Ganz ehrlich, paradox. Solltest du wirklich noch an einem weiteren DLC arbeiten? Das tust du ja auch, das weiß ich, dass du es tust. Da überarbeite bitte dieses komische Festungsprinzip, dass ich da und da nicht hinlaufen darf, wenn die Festung steht. Das macht so schon gar keinen Sinn. Oder zeigt mir richtige Wege an, damit ich sehen kann, wo ich wo lang laufen kann. Aber sag doch nicht einfach, so kannst du es nicht laufen. Regionale Adlige fordern Preußen heraus. Penner.
Die vernichten wir. So. Frieden mit der Pfalz kann ich ja eh nicht machen. Ich muss ja nämlich Frieden mit dem Bajuwaren dafür machen. Wie wir ja alle zu gut wissen. Moment mal, es sind Novgorod-artige Rebellen. Was machen die bei mir? Sind es Flüchtlinge oder so aus einer Art? ich meine ja nur. What the hell? Warum kommen artige Rebellen von Novgorod bei mir an? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Hey, danke Frankreich. Du machst ja zum ersten Mal in deinem ganzen Kriegsleben hier was Sinnvolles. Du beseitigst den kleinen Scheiß, mit dem ich mich hier rumschlagen muss. Und hast immerhin eine ganze Provinz in Österreich besetzt. Nice. Eine ganze. Das ist schon fast so gut wie ich bis jetzt. Ja. Nein. Ich gebe dazu kein Beispiel mehr ab. Das ist einfach nur lächerlich. Ach ja. Ich glaube, ich wollte Osnabrück bzw. Münster vasalisieren, oder? Wollte ich. Bin mir ziemlich sicher, dass ich das wollte. Preußischer Vasall. Gibt mir ganze 15 Ruf, dass mir so aus dem Pups egal ist, auch wenn ich damit über 100 komme bei manchen. Dann kann ich mir keine Religion mehr erzwingen. Ja. Egal, machen wir schon mal. So. Naja, stimmt ja, jetzt sind die aufmüpfig als Untertan. Ach, was soll's. Was wollen die mir andrehen, hä? Aber warum sind die Trastamaras eigentlich in Münster 70 geworden, als Bischof? Ich meine, what the fuck? Na, ja, Münster ein zweites Reich bestreben. Kennen wir ja irgendwoher. Ich glaube auch aus diesen LP war das, ne? Mit dem Freiheitsbestreben. Na ja, eigentlich habe ich ja keinen Bock auf dich. Dann habe ich mir irgendwie anders vernichtet und auf einmal das andere akzeptiert. Habe ich ja nicht auch total die komischen Bugs noch rausgefunden und sowas in der Art? Ich meine, irgendwas war da noch. Oh, nö, 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 Österreich. Das kannst du mal ganz fett... Wie kannst du instant darüber spawnen? Du musst über zwei Provinzen gehen, nicht über eine? Ah, doch, da ist eine Grenze. Okay, ich habe jetzt gesagt. Ja, danke, Frankreich. Ich gehe davon aus, du hilfst mir nicht, aber dann hilfst du mir am Ende doch. Toll. Dann schieben wir mal in Ingolstadt ein. Haha, du dachtest, du konntest entkommen. Ach ja. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Weißt du, ich habe so das Gefühl, mein Gegner möchte gar nicht den Krieg gewinnen. Ich habe so das Gefühl, er will mich nur nerven. Er ist mal ganz ehrlich jetzt. Ist... Na, egal, ich sag jetzt nichts mehr. Kannst du mir erzählen, dass das hier alles dazu dient, um in den Krieg zu gewinnen? Ja, wir schicken da 1000 Mann hin, da 1000 Mann, da 1000 Mann. Ihr wisst schon, dass der Preußen mit ständig 35.000 Mann rumläuft, ne? Ja, das gehört zum Plan. Hä? Alter, geht das hier schnell wieder zurück? What the fuck? So, ich muss die beiden Grenzprovinzen da besetzen, damit da keine Scheiße mehr passiert. So, endlich. Na, ah, sind wir 2000 durchgeschlüpft. Ja, komm. Egal. Bleiben wir jetzt da. So, jetzt haben wir die Provinzen. So. Das erste. Ich will so einen komischen Bogen dafür machen. Ich sehe es ja schon kommen, dass du das gleich verlässt. Hör auf damit. Ja, wo der wohl wieder hin will. Lass mich raten. Nach Arnsbach. Nein, er will lieber seine Provinz befreien. Okay, das hat mich jetzt ein bisschen gewundert. Na komm. So.
Hey, der Franzose ist sogar ein bisschen nützlich. Oh, ich könnte aber direkt in Salzburg angreifen. Nein, kann ich nicht, weil die Stadt, weil die Festung Landsburg mich aber hindert. Landshut, Mann. Ich könnte es auch über München gehen, aber nee, über München gibt es ja keine Verbindung nach Augsburg. Ja. Das soll ich jetzt glauben, oder was? Supi. Im nächsten Part beenden wir den Krieg, würde ich sagen. Wir haben schon das meiste erobert. Ja, bis morgen halt.